Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Ja, in den letzten Folgen, oh, ich habe vielleicht den hier vorführen lassen, fuck, oh, das war ungut. Den hätte ich echt die ganze Zeit fortfahren lassen können, ne? In den letzten Folgen ist uns die Holzproduktion zum Stocken gekommen, was dazu geführt hat, dass wir absolut kein Holz mehr hatten und auch keine Bretter mehr, nichts mehr. Alles steht gerade wieder. Aber wir sehen hier schon, und wir haben riesige Holzmassen, die mittlerweile gelagert werden. Ich werde hier auch noch mehr Holzlagerhäuser hinlegen. Einfach, dass selbst wenn uns das Holz wieder ausgeht, die Holzlagerkapazität und alles, wir immer noch genug Holz für den Notfall auf Lager haben. Wir wollen hier kein Risiko mehr haben. In dem Fall. Und deswegen lieber jetzt mehr auf Lager, als später das Problem haben, dass nichts mehr da ist. Genau, das ist jetzt der Plan. Wir verlieren zwar aktuell einiges noch an Geld, aber ja, wie gesagt, nicht so schön. Ich habe mittlerweile auch, muss ich sagen, viel gelernt in diesem Spiel und ich habe eindeutig viel Scheiße gebaut. Ich hätte viel besser bauen müssen, also solche Bahnhöfe zum Beispiel mit Umfahrungen und dann Wegpunkte direkt einbauen. Weil jetzt zum Beispiel haben wir das Problem, ich habe zwar den Bahnhof gebaut, aber er hat keine Umfahrung. Jetzt nutzen alle Züge diese Möglichkeit hier. Weil es hier, was ich nicht verstehe, warum die als Wegfindung sagen, hey, es ist schlauer so zu fahren. Was ich verstehe ist, dass so zum Beispiel mein Zug jetzt hier sagt, hey, wir wenden hier. Das kann ich verstehen. Das ist kacke wiederum auch. Weil ich hoffe dann immer, dass sie so wenden, also wirklich außenrum fahren. Da hätte ich dann das nicht einbauen dürfen. Aber wie gesagt, die Züge sollen... Oh no. Steht hier schon wieder alles. Kommst du da vorbei? Ich glaube nicht, aber wir probieren es einfach. Oh, du kommst vorbei. Lol. Aber was ich euch damit eigentlich sagen will, heute ist die letzte Folge Voxel Tycoon. Wir werden mit einem anderen Spiel fortfahren. Ihr könnt auch gerne noch eure Kommentare lassen, was wir in Zukunft alles spielen sollen. Ich werde jetzt ein Spiel dann anfangen. Es ist sehr, sehr ähnlich zu diesem. Ich liebe es. Ich habe es seit Jahren gespielt, die Vorgänger. Und ich habe gedacht, wir tun das jetzt mal, um sozusagen Blickwinkeländerungen auch zu machen. Voxel Tycoon muss ich lassen. Also, mega geiles Spiel. Ihr seht schon die Möglichkeiten. Ihr seht mein ganzes Chaos, das ich gebaut habe. Unsere größte Stadt hat hier, glaube ich, das ist ja Pirchtenstadt. Pirchtenstadt hat was, wie viele Einwohner mittlerweile? 4200. Hat kleiner angefangen. Genau wie unsere Stadt. Die verbinden sich bald echt. Die sind knapp dabei, dass es eine Stadt wird. 3800, 600 hier. Wir haben ordentlich was geschaffen. 4000 hier noch allein, obwohl die Stadt nicht mal wirklich versorgt wurde. Wir haben einiges geschaffen. Wir haben große Produktionsstätten wie hier zum Beispiel auch erschaffen, die wirklich einiges leisten. Allein der Bahnhof, was der hier für tonnenweise Holz mittlerweile lagert, ist ja eigentlich schon übermenschlich, wenn man so sehen will. Und wir werden hier auch weiter, also ich werde, keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall so weitermachen heute noch, wie, als ob wir weiterspielen würden. Währenddessen werde ich aber nochmal über das ganze Spiel eingehen. Also Voxel Tycoon ist ja gleich noch, muss ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, er ist noch nicht ganz draußen. Du hast ein Endziel, das ist natürlich cool. Aber was ich ein bisschen problematisch finde, es gibt Sachen, wo einfach nervig sein kann. Aber da, glaube ich, musst du halt dann größer planen. Wie ich am Anfang geplant habe, wir können es ja am besten zum Beispiel an dem Stückchen sehen, noch was hier übrig ist, sehr, sehr eng gebaut. Weil ich dachte, okay, ich versuche, auch, weil halt auch die Städte so nah aneinander sind, knappe Schienen zu bauen. Hier sehen wir auch noch Reste davon. Was man dann später sieht, ist, dass die breiteren Schienen sich mehr gebracht haben, weil du halt einfach zwischen solchen Kreuzungen Ampeln aufstellen konntest und somit den Verkehr verbessern konntest. Was ich schade finde, ist, dass zum Beispiel bei doch knappen Kreuzungen das nicht immer geht. Was natürlich einem immer so einen Genicksbruch geben kann. Leider. Aber was soll man machen, ist das Spiel. Ich finde die Voxel-Idee ganz cool. Mit den kleinen Bergen und alles drum und dran. Ist schon mega cute, kann man sagen, aus. Du hast viele Möglichkeiten, dadurch, dass du halt Transport mit Fabrik verbunden hast, kannst du einiges machen und sozusagen sagen, okay, du baust hier sowas aus. Ich hätte gern das hier weitergemacht, aber
Ich habe jetzt meine Gründe auch, warum ich damit jetzt aufhöre. Einfach, weil es mehr zieht. Also ich finde, das Spiel zieht sich leider jetzt sehr. Was nicht gleich für YouTube sehr geeignet ist teilweise. Wir tun mehr Probleme lösen teilweise als sonst was anderes. Wie gesagt, die Welt bleibt auch erhalten. Also falls jemand Lust hat oder sagt, hey, spiel doch weiter. Wir können es jederzeit weiter spielen rein theoretisch. Aber ich, zum Beispiel, das war ein später Fehler, glaube ich. Das hier ist einer so der Kreuzpunkte, die ich hasse. Weil der zwischendurch was auffällt. Da müsste man irgendwas sich anderes einfallen lassen. Aber ja, es geht eigentlich ganz gut. Man müsste halt... Es gibt Sachen, was dich halt ziemlich beschränkt. Und ich will mit euch mal auf einen reinen Transportsimulator dann ab nächstes schauen. Da gibt es auch Flugzeuge, wie gesagt, Schiffe gibt es da. Du hast nicht nur die Züge und die Busse, sondern du hast alles drum und dran. Auch Vergangenheit bis Zukunft oder bis Gegenwart. Und ich werde das auch noch ein bisschen modden, dass wir noch ein paar eine größere Auswahl haben. Aber ihr seht schon, uns fahren die Züge eigentlich relativ gut. Wir haben das jetzt auch gut umgeleitet. Hatte das nicht einfach 250? Wahnsinn. Wir haben hier eigentlich viel vorbereitet auch gehabt. Doch so weit ist es jetzt auch nicht mehr wirklich gekommen. Wir haben Holz jetzt wirklich massenweise auf Lager. Also jetzt können wir dann rein, könnten wir rein theoretisch den Zug lassen. Können wir dem zum Beispiel jetzt sagen, hey, weißt was? Du bist jetzt nicht mehr von Nutzen. Du gehst ins Depot. Alter, boah, jetzt habe ich irgendeinen Kiesel im Hals stecken gehabt. So, das ist ins Depot weg. Und dann wird der jetzt hier entfernt. Wir sind auch wieder positiv unterwegs. Das wunderschön zu hören ist. Aber es gibt halt so Kleinigkeiten, wo ich hier eine die Scheiße gebaut habe. Man hätte vielleicht von Anfang an zentrale Produktion auch bauen müssen in dem Fall. Das wäre gleich um einiges schlauer gewesen, wenn man sagt, okay, man tut gleich konzentriert machen. Jetzt haben wir zwei Punkte. Und man tut halt wirklich irgendwo sagen, okay, so gegen den Berg. Zum Beispiel hier so. Hier geht ein Bahnhof hin, links, rechts kommen die Produktion hin. Du hast hier alles voll mit Lagerhäusern und allem und tust dann hier verteilen anfangen. Die müssen halt reinfahren von vorne. Wäre vielleicht sogar ganz schlau gewesen, wenn du sagst, okay, du hast immer so zwei Schienen. Und dann hast du hier vier Paare, die an bestimmte Stationen fahren. Wenn du sagst, okay, Paar 1, das hier dreht gleich um und fährt in die Gegenrichtung und wer kommt. Das fährt dann nach links, das fährt geradeaus und das fängt nach rechts. Und verteilt somit. Dann hast du gleich eine gute Verteilung. Und du bist trotzdem zentralisiert. Klar, du wirst mehr Geld verbrauchen, um Rohstoffe ranzubringen. Du wirst einiges mehr haben, weil du nicht vor Ort produzierst. Aber wir haben ja dann zum Beispiel dieses Beispiel jetzt hier. Wir haben hier jetzt eine Produktion stehen und da ist das Holz vor Ort ausgegangen. Jetzt müssen wir von wo ganz anders das Holz an die Ecke schleppen und dann wieder zurück. Ist dasselbe, wie wir es da haben. Bloß, dass wir hier jetzt die Produktion stecken haben, weil wir sie hier gebaut haben. An einer nicht passenden Stelle dafür. Und wir haben hier nicht die restlichen Rohstoffe für weitere Produktionssteps. Spiel, mega cool. Ich denke, man kann es ausbauen. Ich denke, man kann echt noch ein bisschen ist noch ausbauwürdig. Ich würde mir wünschen, mehr Platz zwischen den Stationen. Also nicht, wie wir es jetzt... Kann ich so eine ganz hohe Karte? Nein, schade, kann ich nicht. Wir haben hier halt hier Stadt fast an Stadt. Bestes Beispiel ist ja auch hier. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist teilweise, aber du siehst halt hier ist schon die nächste Stadt und da ist auch schon die nächste Stadt. Ich hätte lieber, dass da mehr Platz zwischen ist, wo du halt wirklich arbeiten kannst. Dass du wirklich auch große Schienensysteme baust. So ist es halt, schaut euch das an, hier ist eine Stadt und hier ist eine Stadt und dazwischen hast du ein bisschen Fläche. Wenn du wirklich was Großes irgendwo aufbauen willst, könnte schwer werden. Wir stecken schon wieder irgendwo. Ja. Wir stecken schon wieder. Und da geht sich gerade so aus. aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Es ist halt teilweise doch ein bisschen beschwerlich in dem Fall. Und ich sehe schon, es kommt. Das wird wieder lustig. Aber Leute, ich würde sagen, jetzt habe ich 10 Minuten meine Meinung zu dem Spiel gesagt. Wie gesagt, tolles Game, kann ich empfehlen. Es ist viel an Tüfteln dran. Du brauchst viel Zeit, um gute Systeme auszutüfteln. Es gibt einige Kanten, wo ich sagen würde, kann man abändern. Ein bisschen anpassen noch. Aber ja, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso wie die Serie gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Let's Play-Serie wieder. Also, bis dann. Ciao.